Drohnen können nicht unendlich groß werden, weil sie nicht unendlich große Batterien transportieren können. Satelliten im Weltall müssen als Ballast auch immer noch einen Akku mitschleppen und bei E-Autos macht der Akku ungefähr ein Drittel des Gesamtgewichts aus. Was passiert aber, sobald ein Akku gar nichts mehr wiegt? Das haben sich auch Forschende gedacht, machen wir doch das gesamte Auto oder den Laptop oder das Smartphone selbst zur Batterie. Wie das funktioniert und ob bald wirklich alles um uns herum zu einem Akku werden kann, das zeigen wir euch in diesem Video. Bisher galt immer, je mehr Power, desto größer und schwerer der Akku. Das endet dann in so paradoxen Konstruktionen wie, dass die Batterien zum Beispiel in Autos immer schwerer werden müssen, nur um sich selbst herumzufahren. Über zusätzliche Reichweite kann man erst danach nachdenken. Deswegen glauben viele Forschende, dass zum Beispiel Schiffe oder Flugzeuge nicht im großen Stil elektrisch werden können. Das Gewicht der benötigten Batterie wäre zu groß. Wenn aber das Gerät selbst der Akku wäre, dann könnte sich das alles ändern. Also, wie kann das funktionieren? Ein Gerät, das einfach selbst eine Batterie ist. Das Zauberwort hier heißt Strukturbatterie. Und davon gibt es ganz grob zwei verschiedene Varianten. Da gibt es einmal die Hülle der Batteriezellen, die ohne Gehäuse einfach direkt ins Gerät eingebaut wird. Beim neuen Tesla zum Beispiel bildet die Hülle der Batteriezellen den Boden des Autos. Das spart Metall, das man sonst dafür gebraucht hätte. Und eine ähnliche Technik wird schon bei Kerosin für Flugzeuge angewandt. Anstatt wie früher einen Tank in den Flügel zu bauen, spart man sich das Gewicht und der Tank selber ist der Flügel. Bei der richtigen Strukturbatterie gibt es jedoch nicht einmal mehr Batteriezellen oder Hüllen. Stattdessen wird das ganze Auto oder das ganze Flugzeug oder was auch immer zum Akku. Seine Einzelteile speichern die Energie. Hierfür braucht es, wie bei einer normalen Batterie auch, ein Material, das den Pluspol bildet, eines, das den Minuspol bildet, einen Separator dazwischen und ein Leitermaterial, ein sogenanntes Elektrolyt. Klingt einfach, ist es aber natürlich, Überraschung, nicht. Denn anstatt diese Teile jetzt einfach in einen Kasten zu packen, wie bei einer normalen Batterie, muss das Material ja in die Form eines Autos oder eines Flugzeugs gebracht werden. Es muss also bei der Herstellung verformbar sein. Zusätzlich muss es dann ja sowohl ein guter Energiespeicher sein, als auch sehr robust. Und häufig sind Materialien ja entweder das eine oder das andere. Und als wäre das alles nicht genug, verändert sich das Material auch noch, wenn es geladen ist. All das müssen die Hersteller exakt berechnen können, bevor sie anfangen, groß in die Technologie zu investieren. Okay, hört sich ja alles so an, als wäre diese eierlegende Wollmilchsau unmöglich zu produzieren. Doch eine Annäherung an dieses Wundermaterial hat ein Forschungsteam aus Schweden geschafft. Dafür haben sie Folgendes kombiniert. Kohlenstofffasern bilden den Negativpol, eine mit Lithium-Eisenphosphat beschichtete Aluminiumfolie den Positivpol. Glasfasern separieren das Ganze, damit es nicht zum Kurzschluss kommt, und das Elektrolyt besteht ebenfalls aus einem festen Material, damit erhöht es die Belastungsfähigkeit weiter. Anschließend steckten die Forschenden das Ganze unter Druck in einen Ofen, um es weiter auszuhärten. Das sorgt unter anderem für eine besondere Dünne der Glasfasern, was wiederum zu der besonders guten Performance dieser Batterie beigetragen hat. Und fertig ist sie, die Batterie, die gleichzeitig ein Baustoff ist. Eine Strukturbatterie, die 24 Wattstunden pro Kilogramm speichert. Zum Vergleich, Diesel oder Benzin schaffen 11 bis 12.000 Wattstunden pro Kilogramm. Normale Autobatterien rangieren aktuell um 200 Wattstunden, also ungefähr das Zehnfache, und einzelne Hersteller sprechen bereits von einer Feststoffbatterie mit bis zu 400 Wattstunden pro Kilogramm. Man muss also ganz ehrlich sagen, marktreif ist diese neue Strukturbatterie noch lange nicht. Andererseits muss sie ja auch rund ein Drittel weniger Gewicht transportieren. In Sachen Robustheit performte diese neue Batterie dann wiederum sehr gut. Ihre Steifigkeit, also die Robustheit des Materials, lag bei 25 Gigapascal. Mit dieser Kombi aus Speicherkapazität und Steifigkeit schlägt der neue Akku, laut den Forschenden, also alle bisherigen Strukturbatterien. In Zukunft wollen die Forschenden auch die Aluminiumfolie durch Kohlefasern ersetzen. Sie hoffen dadurch, die Energiedichte auf 75 Wattstunden pro Kilogramm zu erhöhen und die Steifigkeit noch weiter zu steigern. Wir haben den Forschungsgruppenleiter Leif Asp nach dem Stand der Dinge gefragt, ein weiteres Kohlenstofffaser-Aluminium-Foliematerial mit rund 41 Wattstunden pro Kilogramm ist gerade fertig geworden und das Paper hierzu wird nun peer-reviewed. An der Kohlenstofffaser-Kohlenstofffaser-Batterie arbeiten Sie und eine weitere schwedische Forschungsgruppe parallel. Okay.
Es gibt also erste Schritte, noch einen weiten Weg zu gehen, aber auch jetzt schon Ideen, wie die aktuellen Probleme gelöst werden könnten. Super. Wann wird denn dann jetzt alles aus Batterie sein? Forschende gehen davon aus, dass es noch gut 10 Jahre dauern könnte, bis wir die ersten Autos haben, die gleichzeitig Batterie und, nun ja, eben Auto sind. Auch weil die Entwicklung von Akkus generell sehr langwierig und teuer ist. Ihr habt sicher alle schon von Graphen, von Luft-, Keramik- oder Glasbatterien gehört, die zwar im Labor toll, aber noch lange nicht marktreif sind. Aber Autos sind vielleicht auch die Königsklasse. Sie brauchen verhältnismäßig viel Energie und müssen wahnsinnig viele Sicherheitsauflagen erfüllen. In kleineren Geräten könnte das Konzept schon deutlich eher angewendet werden. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler liebäugeln zum Beispiel mit einem Einsatz in Mikrogeräten aus der Medizin, die kleiner als eine Fingerkuppe sind. Diese könnten so noch kleiner werden. Also wird diese Batterie all unsere Gewichts- und Platzprobleme mit Akkus lösen? Wir wissen es noch nicht, denn vielleicht ist die Technik gar nicht das Nonplusultra. Es ist zum Beispiel noch unklar, ob und wie solche Geräte repariert werden könnten. Bei den Batterien als Bauteil, wie im Tesla, geht das laut einigen ersten Tüftlern wohl quasi gar nicht. Und auch bei den echten Strukturbatterien gibt es noch einige Unklarheiten. Wenn ich zum Beispiel einen Kratzer am Auto habe und das gleichzeitig ein Kratzer an der Batterie ist, muss man dann direkt alles austauschen? Und wie sieht das mit dem Recycling aus, wenn das Gerät aus so stark miteinander verwobenen Materialien besteht? Ihr seht, noch ist das Ganze Zukunftsmusik. Aber die Forschenden klingen recht optimistisch, dass es Strukturbatterien, zumindest für einige Geräte, in Zukunft geben könnte. Ziemlich nervig ist ein Kratzer am Auto übrigens auch, ganz ohne Strukturbatterie. Hatte ich nämlich schon mal. Viel weniger nervig ist so ein Kratzer aber, wenn man dann gut versichert ist. Und wer bei Versicherungen schnell den Überblick verliert oder grundsätzlich keinen Spaß an sowas hat, für den könnte Clark interessant sein. Clark ist nämlich die Versicherungs-App, die für euch den Überblick behält und regelmäßig überprüft, ob ihr die besten Versicherungen abgeschlossen habt. Sieht Clark die Möglichkeit, euren Versicherungsschutz zu verbessern, dann schlägt die App euch kostenlos Versicherungen vor, die ihr ganz schnell und einfach annehmen oder ablehnen könnt. Und wenn es bestehende Versicherungen günstiger oder zum gleichen Preis in besser gibt, dann optimiert Clark euren Schutz seit neuestem automatisch, vorausgesetzt ihr widersprecht den Änderungen nicht innerhalb von 14 Tagen, was ihr natürlich auch machen könnt. Wer also gerne die Kontrolle behält, der prüft seine Mails regelmäßig auf Änderungen. Für wen sich besser, günstiger oder sogar beides super anhört, der lässt Clark einfach walten. Wichtig zu wissen, Clark tritt als Makler für euch auf. Das ist hilfreich, wenn ihr Versicherungen einfach kündigen oder neue abschließen wollt. Das wird aber auch relevant, wenn ihr schon einen Makler habt. Der gibt nämlich dadurch sein Mandat an Clark ab. Das solltet ihr also unbedingt beachten. Wenn ihr diesen Service von Clark ausprobieren wollt und eure Versicherungen automatisch optimieren lassen wollt, dann geht gerne auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung und gebt bei der Registrierung den Code WATSON ein. Damit bekommt ihr für bis zu 3 bestehende Versicherungen jeweils einen 15-Euro Gutschein für Cyberport, Amazon oder den App Store und natürlich unterstützt ihr damit auch noch uns und unsere Videos. Danke dafür. Und zurück zu den Batterien. Manchmal würde ich ja ganz gerne wetten, welche dieser ganzen bahnbrechenden neuen Batterietypen und Energiequellen zuerst marktreif wird. Bestimmt die kalte Kernfusion. Ihr wisst schon, nur noch 30 Jahre und so. Bis dahin, bleibt neugierig, euer Cedric.